Ja, Freunde, was soll ich sagen? Es ist soweit. Wir gucken uns mal kurz was an. Und zwar war ich gerade dabei, meine Buffs in Classic Hardcore zu bekommen, was ich jetzt in der letzten Zeit ziemlich oft gemacht habe, weil ich ziemlich im Hardcore Classic Grind war mit einem Kollegen, mit dem lieben Rötus, den kennt ihr ja auch. Und dann gucke ich nebenbei den Livestream von Blizzard und denke mir so, what the fuck? Was geht hier ab? Und wir gucken jetzt rein. Ich zeige es euch. Das ist crazy. Dann zeige ich euch noch ein Audio vom Kollegen, welches ich 100% unterstütze. Oder vielleicht zu 80%, weil ich bin ein richtiger Classic-Andy und ich find's geil. Aber Digga, also Blizzard melkt uns gerade und ja, aber irgendwie finde ich's geil. Okay, klar. Psst, psst, wir gucken rein. Mists of Pandaria Classic is super exciting for all of us, as well as Season of Discovery, and we love that we'll continue to be on that journey with you. But we know we spend some time on the internet, and we've heard some of you out there, you want something fresh. Which is why we are so. Digga, das ist. The classic, classic experience. Die Classic Experience, also Classic Fresh wird nochmal rausgemacht, Digga. Also, das ist crazy. Pass auf. All new Fresh Realms with the WoW Classic 20th Anniversary Edition. And it's happening soon. How soon, Clay? Yeah. Es passiert soon. Also, es ist jetzt ganz nah, es ist direkt vor der Tür. Leute, guckt es euch an. Die bringt sogar eine fucking Timeline raus. Soon. These realms will be going live. November, den 21. Den 21. November. Das ist insane. Das ist crazy. Also, das ist. Fuck, das ist nächste Woche. Das nächste Woche, das muss man sich mal vorstellen, Digga. Das ist crazy. Und dann auf einen Freitag. Hölle. Won't have to rush to level 60. Classic is all about the journey after all. As we've made it. Journey. Blabla, dies, das, Ananas. Won't unlock for. Ja, die ersten Leute sind eh nach 2-3 Tagen 60. Und dann wird getwinkt. Oder Gold gefarmt oder so. Und dann wird das Gold verkauft. After launch. We'll be launching realms of all flavors. PvP, normal PvE, and for the very first time. Hardcore, which will progress through the phases in lockstep with. Fresh? Hardcore, Digga? Ich finde es, also wirklich, ich finde es crazy, ich finde es insane, weil du stirbst in Classic Hardcore und dann hast du Hardcore Fresh. Fragezeichen, Ausrufezeichen. Also, das ist wirklich, dass ich bin aus dem Häuschen, das ist crazy. The other two. This means a fresh start for everyone at the same time. Together on a level playing field with fresh economies on very large realms. If you missed out on jumping into WoW Classic's initial launch in 2019, this is the perfect time to join our. Der Release 2019 war der beste World of Warcraft Release, den es gab. Changed my mind. Das Marketing war gut. Sie haben sich lange Zeit dafür gelassen. Jetzt wird jeder Spieler nur noch gemerkt, dass die Abos einfach da bleiben. Changed my mind. Community. These servers will also launch with some of the quality of life features that came later on, like the Chrono Boon Displacer to save your world buffs and the improved PvP honor ranking system. And yes, improved honor ranking system. Das ist crazy. Also das ist wirklich zwei Changes, Chrono Booms und das neue PvP System ist schön, ist gut, aber guckt euch mal an in der Timeline Molten Core, also normal Level Molten Core, das ganz normale Classic Header bleibt, Mists of Pandaria Classic kommt raus, what the fuck, und Season of Discovery endet nach Phase 7 einfach, basically New End Content, und dann ist Ende, Discovery ist vorbei dann, und dann hier, PvP-System, Raid, hier, Raid, dies, das, Ananas, Naxxramas, Seatus World PvP, und dann kommt Burning Crusade Classic. Und wie viele Classics soll es denn noch geben? Das ist insane. Also ich finde es krass. We're also pleased to announce that these realms will progress to the Burning Crusade Classic. Das heißt, alle Leute, die sich Burning Crusade Classic gewünscht haben, werden nun gepleased. Und ich weiß, das sind viele Leute wollten, wie sie haben. Ich stehe auf Classic, wenn ich ehrlich bin. Ich hoffe, dass man die Charakter dann zur Ära wieder rüber transen kann. Mal gucken, was sich Blizzard da einfallen lässt. Hauptsache die Abos bleiben oben. Also ich finde das so krass. Ja gut, das war basically halt der Ausschnitt. Ich finde es verrückt. Wir können uns hier noch einmal kurz die Timeline angucken. Wie gesagt, also
das Crazy Molten Core, dann Orner-System, ein paar World Bosses, hier halt die Schlachtfelder kommen auch raus, Blackwing Lair und Dunkelmond-Jahrmarkt, dann zu Grob Raid für die ganzen Twinks, Arati Basin kommt raus, hier Akku Effort, dann Temple of Ankyral Raid und dann halt die Ruinen von Ankyrash, also ja, und dann halt Naxxramas und Silithus World PvP, das ist in Aera ein Riesending, aber ich weiß nicht, ob das hier ein Riesending wird. Und dann Burning Crusade Classic halt, das, was sich auch sehr viele Leute gewünscht haben. Digga, es ist insane. Ich werde im Hintergrund auch die ganze Zeit schon zugespammt. Zeige ich jetzt noch schnell das Audio, was ich euch zeigen wollte. Und dann, verlasse ich euch auch mit den Gedanken, was hier passiert. Es kann halt nicht dir ernst sein, es kann halt nicht dir ernst sein. Vom Einzelschwachen Rüdrius. Okay, Digga, ich bin dann dafür. Ich werde diesen Fresh-Start, würde ich mitführen, ja, Digga. Ja, wir sind dabei. Wir sind beim Start dabei. Und danach werde ich aufhören, Digga, weil es kann Level 1 bis 60 mache ich auch noch. Also ich denke mir, ich werde 1 bis 60 vielleicht auch noch machen. Mal gucken, vielleicht mal wirklich mit einer anderen Klasse, die ich sonst noch nicht auf 60 hatte. Es ist fucking Classic, Aaron. Ich habe jetzt nur einen Rogue auf 60. Das kann man niemandem erzählen. Oh, das ist peinlich. Naja, wir hören weiter rein. Sein, Bro. Die bringen die gleiche Scheiße, ja, Bro. Ich schwöre dir, die ziehen das durch mit MOP. Du kommst doch gar nicht mit, was? SOD, die neuen Server. Du hast ja Hardcore-Server. Die neuen Fresh HCs. Dann den neuen Fresh-Server, der geht aber auch wieder auf Burning Crusade, Digga. Und du hast noch das andere Classic mit, Bro. Also ich spiele, dem Fresh mit und dann ist für mich vorbei, Bro. Also spätestens auf Modern Core ist dann für mich vorbei. Weil das wird ja die gleiche Scheiße wie mit Cataclysm jetzt. Also die werden das dann auch wieder re-uploaden. Das ist so crazy, Leute. Und wir haben die Zeitspanne, das finde ich auch geil. Das ist ja 2025, das heißt, also jetzt ist noch Herbst, jetzt wird released. Also, oder Herbst, in Anführungsstrichen Herbst. Dann kommt Winter, das heißt irgendwann Mitte Dezember kommt dann Molten Core und Onyxia, gerade in den ganzen Feiertagen. Dann ist schon Spring 2025, da kommen dann die neuen Sachen und nochmal neue Raids. Dann ist Summer, in der Zeit wurde auch Pandaria Classic schon ausgenommen, Digga. Und dann kommt Phase 4, Phase 5, Phase 6 in Autumn und dann Winter und Springtime ist wieder Classic. Also du hast ein Jahr, basically Zeit, ein Jahr für das komplette neue WoW Classic. Während wir reden immer noch davon, dass Aera immer noch bleibt. Und ich find's krass. Bitte schreibt mir mal eure Meinung dazu in die Kommentare, was ihr davon haltet. Was ihr davon haltet, dass es Hardcore-Fresh-Server gibt, dass es Classic-Fresh-Server gibt, die nur ein Jahr halten und dann zu TBC werden, dass MOP rauskommt. Also, ich verliere auch langsam den Überblick und ich finde es einfach nur crazy. Ich meine, wir alle freuen uns auf Classic-Fresh. Wir alle freuen uns darauf. Das wird wahrscheinlich wieder ein geisteskrankes Release. Aber so, ich finde es ein bisschen verrückt, sage ich ehrlich. Wie gesagt, ihr könnt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare reinschreiben und dann bin ich einfach gespannt, was ihr dazu sagt. Wir sehen uns im nächsten Video, Leute. Haut rein. Ciao.